Wie bei jedem Pack haben die Entwickler auch beim Werwolfs Gameplay Pack ein vorbereitendes neues Update veröffentlicht, welches einige Änderungen für alle Basisspielspieler implementiert hat. Mehr dazu in diesem Video. Beginnen wir zuerst mit dem Erstelle einen Sim-Modus. Hier haben die Entwickler einen neuen Bart mit kleinen Locken in den bereits bekannten Farben veröffentlicht, der jetzt für Männer ausgewählt werden kann. Außerdem wurden neue Pride-Farben für die Hochzeitskleider in eher pastelligen Farben veröffentlicht, welche vorher an manchen Stellen eher an ein Zirkuszelt erinnert haben. Der letzte Sims Delivery Express hat ebenfalls noch diese neuen Kopfhörer, die an die von Logitech erinnern, ins Spiel gebracht. Diese haben zwar extrem riesige Ohrstücke, sehen aber sonst wirklich fancy aus. Im Baumodus gibt es jetzt ebenfalls ein paar kleine Neuerungen. Diese neue Tapete kann jetzt verwendet werden, welche in vier verschiedenen Farben bereitsteht. Ansonsten haben die Entwickler ebenfalls zwei neue Bodensprühfarben implementiert, die ihr hier seht. Außerdem wurde mit dem letzten Sims Delivery Express neue Farben für die Pride-Flaggen hinzugefügt. Das war es sonst aber mit allen neuen Baumodusänderungen. Das Szenariensystem hat ebenfalls eine kleine Überarbeitung erhalten. Alle Szenarien sind jetzt in Kacheln organisiert und innerhalb des Hauptmenüs werden jetzt auch Empfehlungen sowie alle Szenarios mit Zeitlimit gesondert aufgeführt. Weiter geht es mit dem neuen Gameplay. Die Mondphasen sind jetzt wieder da. Diese machen sich in Form von verschiedenförmigen Monden und in der Benutzeroberfläche unten links neben der Uhrzeit bemerkbar. Auch im Kalender könnt ihr jetzt sehen, an welchem Tag ihr mit welcher Mondphase rechnen könnt. Übrigens, diese betreffen nicht nur die neuen Werwölfe, sondern ebenfalls auch die anderen Kreaturen aus The Sims 4. Ihr habt ebenfalls ein wenig Kontrolle über diese. Innerhalb der Optionen lassen sich nämlich die Mondphasen so konfigurieren, wie ihr es wollt. Auch Kleinkinder haben hier neue Interaktionsmöglichkeiten. Sie können dem Mond Gute Nacht sagen oder Fragen zu diesem stellen. Wenn eure Sims jetzt schon vom Mond fasziniert sind, können sie ebenfalls das neue kleine Teleskop nutzen. Dieses stand vorher nur in der sehr großen Variante zur Auswahl und bietet ebenfalls ein paar neue Interaktionsmöglichkeiten. Ihr könnt eure Nachbarn ausspionieren, nach der Wahrheit suchen, den Himmel beobachten, in die Sterne schauen und ein paar andere Interaktionen ausführen. Mit diesem ist es ebenfalls möglich, 10 neue gerahmte Mondbilder zu sammeln, die ihr hier im Hintergrund sehen könnt. Die aber vermutlich überraschendste Neuerung: Es gibt ebenfalls eine neue Todesart. Eure Sims können nämlich ab sofort auch von einem Meteoriten getroffen werden. Der Geist des gestorbenen Sims hat ebenfalls einen kleinen Meteoriten in seiner Brust. Das war es auch schon soweit mit allen Neuerungen. Wenn ihr das Werwolf Gameplay Pack demnächst günstig vorbestellen möchtet, findet ihr den Link zu meinem Partner Instant Gaming in der Beschreibung. Was denkt ihr zum neuen Update? Welches der Features gefällt euch am besten? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.